Ronra zum Grüße, ihr Lieben. Es geht weiter mit Satinavs Ketten in der Welt vom Schwarzen Auge. Und wir waren zuletzt rausgekommen aus dem Ork-Lager. Und jetzt haben wir hier so einen fiesen, doofen, komischen Kobold vor uns. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir weiter? Wie finden wir den Feenforscher eigentlich? Was hat es mit der Blüte und dem Schmetterling und den roten Felsen und den seltsamen Pflanzen hier auf sich? Ich muss mich eigentlich noch weiter hier umgucken und kombinieren, glaube ich. Aber da seine Route immer von hier nach da ist, muss ich irgendwas hier mal anstellen. Bestimmt mit der seltsamen Pflanze. Deswegen, keine Ahnung. Was kann ich denn mal machen? Sieh mal. Ich glaube, die beiden sind verwandt. Hm. Ich weiß nicht. Eindeutig dieselbe Sorte. Ach nein. Wozu? Zu weit weg. Ich riskiere mein... Seltsame Pflanze. Kann ich die Blüte den Kobold geben? Der ist der allerletzte, dem ich Blumen schenke. Aber Nuri vielleicht? Schenk sie Nuri. Ach, Geron. Wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Romantiker, sag ich nur. Ja, was bleibt uns da noch? Futterbeutel. Nichts mehr zum Füttern drin. Nicht sehr schlau. Roter Felsen, ist hier noch irgendwas anderes? Die Musik ist auch sehr schön. Felsspalt. Das muss der Kobold sein, über den der Zwerg sich aufgeregt hat. Dann kann der Forscher nicht weit sein. Wasserschlauch. Wasser hilft hier nicht. Was dann? Kann ich sie abrupfen? Au. Ich glaube, das hatte ich schon probiert. Genau, dann lacht sie wieder. Das bringt nichts. Selbst schuld. Ja, ja, witzig, witzig. Hier, die Blumen gibt's aber auch noch. Kann ich die vielleicht mit dem Messer? Die habe ich übersehen. Die brauche ich nicht. Das niedere Blumenvolk verbleibt im Schatten. Lass sie doch schlafen. Wahrscheinlich haben sie zu wenig Sonne. Wenn sie zu wenig Sonne haben, kann ich dann mit dem Felsspalt mehr Sonne holen? Gelehrter Herr, seid ihr hier? Kann ich hier irgendwas machen für mehr Sonne oder so? Kann ich das zum Beispiel kaputt machen? Das übersteigt meine Kräfte. Und hier? Wenn ich wenigstens etwas Nützliches könnte. Die ist lebendig. Meine Kraft wirkt nur auf... Tote Dinge. Felsspalt. Also ich dachte, wenn er den bricht, dann kommt die Sonne da vielleicht mehr durch. Weil anscheinend erwachen dann die Blumen vielleicht, wenn das Licht da drauf kommt oder so. Ich weiß auch nicht. Das ist ja kaputt. Das eine ist doch kaputt. Oder ist das heil machen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ist doch heil. Das ist schon heil, okay. Das ist heil machen. Das ist noch ganz. Roter See, Wasser holen. Hab noch genug Wasser. Das Wasser trocknet gleich wieder. Lass meinen Stein in Ruhe. Auch mit dem Stein müssen wir was anfangen können, weil der Kobold da ja immer ist. Ich riskiere mein... Ja. Wozu soll ich es... Weiß ich nicht. Sie bleiben geschlossen. Wegen dem Licht. Es fehlt irgendwie Licht. Kann ich hier Licht machen mit Feuer? Wenn ich schon Lebewesen an... Au! Hat nichts gebracht. Felsspalt vielleicht. Da hilft kein Funken. Wenn ich jetzt so trockene Äste hier hätte oder so, könnte ich ja vielleicht Feuer machen, aber so... Lass meinen Felsen in Ruhe. Kann ich denn wieder... Ich kann aber noch zurückgehen, ne? Anscheinend. Ja, ich kann noch zurückgehen. Vielleicht ist ja hier auch noch irgendwas, was ich übersehen habe.
Was ist eigentlich mit dem armen Pony? Hier, Braten, den kann ich noch holen. Geht doch. Den ganzen Braten schleppe ich nicht mit. Aber ein Stück. Alles klar, mir fehlen auch noch Sachen. Okay, holen wir die uns mal. Lecker Braten. Ein Stück muss reichen. Und dann habe ich hier noch eine Halskette. Aha. Was machen die Orks mit einer Halskette? Wahrscheinlich Kriegsbeute. Sich umhängen zum Beispiel. Ein Stück muss reichen. Ist hier noch mehr? Braten, Braten, Braten. Orkschild. Alles klar. Uns fehlte noch einiges. Ohne das Zeug können wir auch nicht weg. Das arme Pony, das steht hier und steht hier. Ich will das befreien. Es tut mir voll leid. Sowas ist doof, auch in Spielen. Arme Tiere und dann kann man denen nicht helfen. Ja, ich bin viel zu tierlieb. Ihr merkt es schon. Ist schrecklich. Viel zu mitfühlend. Ja. Hier, Fleisch in den Futterbeutel. Lecker. Auch als der voll war, war da sicher kein Fleisch drin. Doch, lecker. Das ist ein richtiges Ork-Pony, das mag Fleisch. Dann gehen wir jetzt mit dem Zeug halt wieder zurück, weil, ne? Oder wie oder was? Einmal geben wir ihm noch Wasser. Weil es unser Pony ist. Und wir ihm nur Wasser geben können. Hier. So, lieb wie wir sind. Mehr kann ich für das Pony nicht tun gerade. Und deswegen... Wirklich? Oh. Oh ja, und so kam es, dass ich nach 700 Wintern der Einsamkeit endlich... Aber später mehr, mein Kind. Dein Rübengesicht ist wieder da. Okay, interessant. Nuri hat sich unterhalten. Worüber? Schluss mit dem Unsinn. Sag uns, wo der Feenforscher ist, sonst werfe ich dich in den See. Versuch's doch, versuch's doch. Wie oft ich ihn wohl ansprechen muss? Keine Ahnung. Schmuck. Guck mal. So wird das nichts. Aber Schmuck hierhin. Die mögen doch gerne Schmuck. Hm? Nein. Aber die lieben sowas doch. Orkschild. Natürlich nicht. Kann ich damit das die Sonne lenken, das Licht? Ach. Die Lilienkönigin. Ach, kann ich sogar. Wahnsinn. Der Sommerling. Oh nein, wir müssen ihn befreien. Ich bin sicher, es geht ihm gut. Okay, wir haben die Sonne weggenommen und dadurch hat sich die Blüte geschlossen. Also muss ich das wieder retten, oder? Ich glaube schon. Ich muss was tun. Was muss ich denn tun? Fleisch? Reagiert sie auf Fleisch? Sie wurde genug gefüttert. Dann muss ich sie öffnen. Habe ich mein Messer noch? Ja. Wozu? Der Schmetterling lebt ohnehin nicht mehr. Wie grausam. Okay, Natürlich. Was denn dann? Wenn ich das Schild wieder wegnehme, was ist dann? Der kann da bleiben. Ach so. Okay, alles klar. Decke drüber. Wozu? Decke drüber, einfach so. Blumen, Blumen, Schmuck. Hier, schenk Schmuck Nuri. So ein ähnliches Diadem hatte ich auch mal. Diadem? Ach, nichts. Du darfst es haben. Ja, danke. Der Kobold? Das hilft auch nicht weiter. Das geht so. Weiß ich nicht. Was kann ich denn damit anfangen mit dem Kram? Fleisch... Decke, Feuerstein, vielleicht Feuer machen? Wozu? Ja, er will irgendwie gar nicht helfen. Warum eigentlich? Wasser hilft hier nicht. Was dann? Sie soll ruhig eine Weile verdauen. Also ist es gut oder was? Warum ist das gut? Ich riskiere mein Leben. Schleim. Schleim? Die hat Schleim fallen lassen?
Okay, was habe ich den Schleim jetzt? Ich habe Sabber. Widerliches, glitschiges Sabberzeug. Ja, ich habe Sabber bei mir. Schön. Den Sabber packe ich auf den roten Stein und dann rutscht er aus. Haha. Was macht er da? Ich schaue nur. Gut, das ist nämlich mein Lieblingsstein. Ja, jetzt nicht mehr. Weil jetzt ärgern wir dich und dann geht's los. Jetzt komm da endlich runter. Ja, du rutscht jetzt schön aus, mein lieber Kobold. So sieht's aus. Adieu. Platsch. So einfach geht das. Garstiger! Das hat aber geplatzt. Ihr habt mein Pfeifenkraut verdorben. Es ist ganz nass, nass, nass. Und eine Glatze hast du ja auch. Was? Eine Wo ist mein Hut? Mein Hut? Na, Kobold? Da fällt mir gerade ein, den Hund können wir mit dem Fleisch noch ablenken und dann haben wir neues Pfeifenkraut für den Kobold. Ich glaube, das tun wir dann auch noch mal als nächstes. Ich hab dich gefangen, also führ uns endlich zum Feenforscher. Soll ich ohne Hut durch die Welt? Ich will einen neuen. Wo soll ich denn hier einen hernehmen? Und neues Kraut für die Pfeife. Das will ich auch. Ja, was habe ich gesagt? Gut, ein Hut und so weiter und so fort, das erledige ich dann gleich mal, weil den Ideen-Einfall hatten wir schon und wir waren hier hinten ja noch nicht fertig. Und das wird des Rätsels Lösung sein. Also, Fleisch. Wachhund. Komm her, mein Kleiner. Fress, kleiner orkischer Kampfhund. Nam, yam, 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 yam. Lass das Kraut fallen. Wunderbar. Ganz toll. Der ist abgelenkt. Dann lassen wir ihn auch abgelenkt. Und dann wollte er aber noch einen Hut. Abgrund. Da kletter ich nicht runter. Der viele Rauch spricht für nichts Gutes. Wie mache ich das denn mit dem Hut? Nun. Ist hier oben... Kann ich hier noch was tun? Fließendes Wasser. Verrotteter Baum. Kriegshorn. Das hatten wir alles schon. Nö, dann... Oder... Können wir das Kriegshorn nehmen? Das lasse ich, wie es ist. Mir gefällt das Wasserspiel. Okay, dann gehe ich wieder zurück. Ganz zurück. Zu Nuri und so. Es sei denn, ich finde in dem Gerümpel was. Vielleicht finde ich ja auch im Gerümpel noch was. Ich wollte ganz sicher nie... Und dann hat es nicht... Okay, hat nichts gebracht. Immer noch nicht... Braten. Ich könnte mir jetzt ein neues Stück holen, oder? Ein neues Stück braten. Oder macht er das nicht? Ein Stück muss reichen. Ach so. Gut, dann, tschüss. Dann ist hier ja nichts mehr. Dann muss ich ja hier weiterkommen können jetzt. Geben wir mal erstmal das Pfeifenkraut. Willst du dieses Pfeifenkraut? Ja, ja. Da bin ich nicht wählerisch. Hauptsache, es brennt im Hals. Okay, das habe ich schon mal. Na, Kobold? Futterbeutel als Hut. Ah, und Besorgung. Hier hast du einen Hut. Der ist mir zu schnöd. Ohne Kordel oder Schmuck. Ach, das kriege ich auch noch hin. Besorgung. Du kannst dir deinen Kram alleine besorgen. Dann kannst du deinen Feenforscher auch alleine suchen. Also ein Hut. Ja, bitte. Ich geh mal deine... Ja, alles klar. Kriegen wir hin. Wir haben den Schmuck. Den packen wir in den Futterbeutel. Sieht dann viel... Sieht jetzt aus wie die zeremonielle Sackmütze des königlichen Jagdmeisters. Ja, genau das Richtige für unseren Kobold. Bitteschön, ein neuer Hut. Hier hast du einen Hut, noch mit Schmuck dran. Der riecht ja nach Pferdesabber. Aber mit feinem Zierrad über der Krempe.
Noch schöner als der alte. Geht doch. So, jetzt hast du alles, was du wolltest. Nur noch eine Sache. Nein, bei den Zwölfen. Keine Sache mehr. Verstehst nicht mal ein bisschen Spaß? Also gut, gebt Acht. 70 Schritte dorthin, wo die Disteln kopflos sind. 21 Schritte dorthin, wo die Sonnenstrahlen sich im Kreise biegen. 9 Schritte dorthin, wo den Pilzen Flügel wachsen. Dann findet ihr meinen Freund in einer verborgenen Höhle. Sofern er nicht gerade unten im Labyrinth ist bei seinem Feenkunstwerk. Das ist leicht. Komm, Geron. Was? Ja. Ah. Das war leicht. Aber hier ist niemand. Verdammt, dieser Kobold hat uns... Warte, er sagte doch, dass der Feenforscher unten im Berg ein Kunstwerk untersucht. Stimmt. Dann müssen wir ihn dort suchen. Aber ohne einen Plan von den Höhlen finden wir ihn nie. Jetzt sind wir also da in der Höhle. Das ist ja cool. Nur noch Kohlen und Asche. Aber du hast wieder irgendwas aufgesammelt. Holzkohle. Schauen wir uns mal genau um. Schale. Die Kerze ist völlig runtergebrannt. Was ist hier? Eine Zeichnung? Was soll das darstellen? Dreh doch mal um. Auf der Rückseite ist nichts. Nein, ich meine andersrum. Wie andersrum? Ach, du verstehst überhaupt nichts von Kunst. Okay. Was soll das sein? Da sind Statuen mit Schwertern abgebildet. Vielleicht ein Kunstwerk. Interessant. Was sind das alles hier für Sachen in den Gläsern? Noch eine Truhe? Was ist das? Auf dieser hier steht etwas, das ich lesen kann. Unverständliche Symbole. Gekrakel. Damit kann ich nichts anfangen. Unverständliche... Damit kann ich... Unverständlich... Damit kann... Unverständliche... Damit dachte, kann ich... vielleicht geht einer der anderen... Aber es ist wohl immer dasselbe. Nische. Da gehe ich nicht rein. Am Ende trete ich auf ein Dorf von Winzlingen. Was ist mit hier Feuer machen? Selbst wenn ich den Docht daraus pule, die Kerze brennt nicht mehr. Warte, da ist noch ein Glas. Wir müssen den Sommerling befreien. Ich komme nicht ran. Den Sommerling. Oh nein. Kommst nicht ran. Kannst du dahin was werfen? Wozu? Aber dann würde er kaputt gehen wahrscheinlich, oder? Und wenn man das kaputt macht? Du musst ihn befreien. Ah. Musst du immer gleich alles zerbrechen? Ja. Du wolltest, dass ich ihn befreie. Aber nicht so. Dann. Dinge dürfen nicht kaputt sein. Ist doch nur ein Glas. Ja, nur ein Glas. Und irgendwann bricht alles auseinander. Und alles wird dunkel und grau. Ja, Nuri, ist gut. Dann machen wir es auch wieder heile. Mach's heile. Dann mach es doch wieder ganz. Das ist das letzte Mal, dass ich das für dich mache. Das hast du vorgestern auch schon gesagt. Die passen doch gut zusammen. Er macht alles kaputt und sie macht alles wieder heile. Was irgendwie aber unfair ist. Immer sind wir Frauen es, die alles wieder heile machen. Komm, wir gehen einfach. Nein, ohne Wegbeschreibung verlaufen wir uns. Was ist mit dem Sommerling? Kann der uns nicht irgendwie helfen? Jetzt flattert der hier die ganze Zeit rum. Das hat's ja gebracht. Aber er ist frei, ist ja schön. Irgendwie muss ich doch Feuer machen können oder sowas. In der Art, keine Ahnung. Unverständliche, damit kann... Kann er die Truhe auf und zu machen? Das bringt doch auch irgendwie nichts.
Und an der Feuerstelle einfach mal Feuer machen. Geht das nicht? Da brennt nichts mehr. Alles schon verkohlt. Irgendwas anderes, was wir verbrennen können? Zeichnung zum Beispiel. Ach, ich habe die Steintafel bei mir. Ach so. Ist okay. Er hat ja gesagt gehabt, irgendwie kann er eine lesen. Aber ich habe das gar nicht mitbekriegt, dass er eine weggenommen hat. So, 1x4, 4x1, 6x3, 2x4. Das verstehe ich nicht. Irgendwas mit Spinnen und... Weiß nicht, sieht aus wie ein Diamant. Ein Stein. Mehrere Steine. Also, es wird erstmal hier ordentlich gegraben. Da drinnen sind aber Spinnen. Dann findet man den heiligen Stein und dann findet man gleich drei davon. Und keine Ahnung. Ne? Genau. Ja. Ich weiß auch nicht. Vielleicht die Steintafel Nuri zeigen? Da muss der Forscher sein. Auf der Tafel steht etwas von einem Feenkunstwerk. Und damit da reingehen, geht das? Und, oder was anderes? Nische? Wird doch nichts. Was ist das? Komm, wir gehen einfach. Nein. Ach so, ist der Pfeil, der einfach nach da auch zeigt. Ich dachte, es wäre ein anderer. Und Nuri die Zeichnung geben, wenn sie da mehr mit anfangen kann? Was soll das sein? Da sind Statuen mit Schwertern abgebildet. Vielleicht ein Kunstwerk. Kann man mit dem Kobold noch reden? Das dauert mir zu lange. Komm, wir fragen den Kobold. Ja, komm. Warte. Sag ich doch. Kobold fragen. Oh nein. Was ist? Dort unten am See sind Orks. Verflucht. Sie müssen unseren Spuren gefolgt sein. Wir sollten uns beeilen. Also müssen wir hier bleiben. Ist ja eine gute Ausrede, damit wir hier bleiben müssen. Aber ich finde das immer gut, wenn man weiß, dass man alles hat, um weiterzukommen und nicht irgendwo was vergessen hat oder so. Also wir müssen irgendwie hier weiterkommen. Das werden wir im nächsten Part tun. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.